Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben uns die ganze Zeit irgendwie auch so ein bisschen davor gedrückt, aber jetzt geht's tatsächlich los nach Datumir, Alter. Und... Ich freue mich nicht drauf. Wo geht's hin? Nach Datumir. Nice. Oh ja, ich erinnere mich. Oh Gott, ich erinnere mich. Habe ich da einen Bock drauf? Er wollte immer die gesamte Galaxis erkunden. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu den Sefo und den Jedi. Aber ich hatte eine Grenze. Für ihn gab es keine. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. Er war immer allein. Sogar als ich bei ihm war. Ihn interessierten ausschließlich seine Arbeit und die Zukunft. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Bogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Hm. Wenn auch nur für kurze Zeit. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Also Leute, die von Wissen getrieben werden? Oh, fucking hell. Ey, Datumir! Was machst du denn hier? Im Schiff? Drinnen? Ich habe Wände, ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Hey, Kerl. Du und sie. Ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, Sir glaubt an dich. Um ehrlich zu sein, ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. Habe ich gemerkt. Weißt du, immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und... Ja, das stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takodana. Dort gibt's den besten Bloody Ranker der Galaxis. Also, Zog Tormo will wirklich ein Stück von dir. Ha, du hast ja keine Ahnung, Kleiner. Wie bist du überhaupt an den Kerl geraten? Naja, ich hatte als Kind nicht viel. Gut, ich hatte meine Urgroßmutter, aber das war's. Mit Verbrechern wie der Haxion-Brut geht es nie gut aus. Kerl, wir sind nicht alle Jedi. Die meisten von uns kommen gerade so durch. Und manchmal geht eine Wette daneben. Ich verstehe. Du kannst auf mich zählen, wenn die Brut wieder anrückt. Echt? Danke, Kerl. Gern geschehen. Wo ist Zier? Was? Ist das eine Fangfrage? Soll ich rausgehen und sie für dich suchen? Nein, schon gut. Ich finde sie. Du darfst mich nicht verunsichern. Ich bin zwar knallhart, aber auch sensibel. Und ängstlich. Nicht jetzt. Ich muss arbeiten. Stör mich nicht. Ich denk grad nach. Kerl, hast du kurz Zeit? Nein. Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sir. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Das ist nett. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister T'Pol. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sir, ich... Vielen Dank. Es war wichtig. Okay. Ich weiß nicht viel über Datumir. Überrascht mich nicht, das geht vielen so. Ich weiß das meiste von Cordova. Er hatte seine Gründe, hierher zu kommen. Sieht so aus. Das heißt nicht, es ist sicher. Pass gut auf, Kerl.
Fuck, Datomir. Alter, wie ich richtig so Kacklaune bekomme, Alter, wenn ich an Datomir nur denke, an die Brüder der Nacht oder Brüder der Macht oder wie auch immer. Vor allen Dingen an ihn hier. Autsch. BD, ich brauche Hilfe. Autsch. Ja, shit, hier gab es so viele Wege. Verriegelt. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Okay. Das sieht super ungemütlich aus. Ich glaube, der einzige Weg hoch ist tatsächlich dieser, den wir schon... Schon ganz gut, dass wir einen Punkt auf mehr Schaden mit Lichtschwert gemacht haben. So. Genau, da war doch irgendwas. Ich erinnere mich an diese Truhe. Ich erinnere mich an diese Truhe. Ja, sehen wir es uns an. Gute Arbeit, BD. Geil, neuen Sender, Alter. Geil! Hey, BD, siehst du mal an. Was hast du so da? So viel Unbekanntes, Alter. Yavin Prime? Nee, Alter, ich bleib bei den Goldschwarzen.
Ach so. Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Ich dachte, er sagt einfach gar nichts dazu. Das wäre es gewesen. Was ist das hier? Können wir das irgendwie... Nein, können wir nicht. Alright. Ich dachte, vielleicht kann man da lang klettern. Scheint so, als wäre der einzige Weg, den wir gehen können. Der Weg, wo wir das erste Mal auf die Schwester danach getroffen sind. Ungutes Gefühl. Seht mal dort. Denkst du, du bist mir gewachsen? Er zieht sich zurück! Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Wir werden den Jedi erledigen. Feiger Jedi. Geht in den Nacken! Also dann, nur noch du und ich. Ich höre dich, BD. Oh shit. Darth Mauls Bruder. Zeig mal. Haha! Holy fuck, das war alles geplant. Alles geplant. Arschloch! BD, stimmt zu mir! Werd euch noch mehr nach, Brüder.
Bogenschützen. Dabei haben die hier gar keine Bogen. Versperrt. Ja, alle anderen Türen auch. Nice. Du hast einen Fehler gemacht, Jedi. Hab ich? Ich hab schon Schlimmeres angesteckt. Dasselbe hat auch deine Mutter gesagt. Okay. Fremder! Dieser Schmerz! Okay. Kannst du mal reinsehen? Oh, du hast was gefunden. Das sieht nice aus. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Sonne. Als Gamer bin ich sowas gar nicht gewohnt. Shit.
Ich wusste, dass du da reinspringst. Zeig mal, was du gefunden hast. Leute, ich sag's so, wie es ist. Mir gefällt's hier nicht. Mir gefällt's hier gar nicht. Mit gar nicht meine ich gar nicht. Oh, wer bist du denn? Okay, komm, wir quatschen erstmal mit dem Dude. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Oh oh. Aha. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los. Höre auf meine Warnung. In den Ruinen warten nur Tod und Wahnsinn. Nice. Erwartet im Grunde dasselbe wie in meinen Let's Plays. Tod und Wahnsinn. Schon erstmal hier lang. Margus sieht gar nicht schlecht aus. Pontium. Schon lange nicht mehr gesehen, das Blaue.
Arschloch. Wo soll das nur hinführen? Oh. Nice. Etwas hier hat jemanden angezogen. Energie aus der Ruine? Wirf mir einen Stim zu, BD. So. Wir sind schwach geworden. Eine Bedrohung von unten. Vorwärts, Brüder! Okay. Wieder noch einen anderen Weg? Für mich sah es so aus, als ob man hier runter kann. Ne, an dem Seil. Kann man aber nicht. Dann bring mir die Dunkelheit. Was ist das? Hilfe, Vorsicht! Vorwärts! Brüder, helft mir! Er blutet. Bringt es. Hilfst du mir mal, BD? Mich damit schwerer getan, als ich mich hätte damit tun sollen. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Sterb! Wir tun jetzt so, als hätten wir das nicht gesehen. Das waren Jedi-Kräfte. Haben wir das geschafft? Mit dir erlebt man was. Okay. Bisschen vorsichtiger vorgehen, Alter. Muss nicht sein, dass wir die ganze Zeit krepieren. Soweit zumindest der Plan. Holy shit, aber was da vor uns liegt, was wir da finden werden. Und mit der komischen Schwester der Macht ist, ob wir den Arsch versohlen, wer der komische Typ ist und vieles mehr, das siehst du in der nächsten Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben. Finde ich nämlich ziemlich knorke von dir. Und einen netten Kommentar. Dann schwöre ich dir, wird die Macht mit dir sein.